die Kommerzmusik, das sogenannte Turbofolk-Musik betrifft, ich würde sagen, die hat natürlich ihre Berechtigung irgendwo, nur was mich persönlich da stört, sie ist sehr stark und sehr aggressiv präsent. Und es ist natürlich auch berechtigt, wenn sich das intellektuelle Publikum aufregt, dass dadurch andere Musikrichtungen verdrängt werden. Das Motto meiner letzten Platte Alkohol war: Wenn du nicht verrückt wirst, bist du nicht normal. Das ist der Ort, von dem ich komme. Der in Bosnien geborene Goran Bregovic ist der größte Star der Balkanmusikszene. Der 60-Jährige ist berühmt für seine Filmmusik, die er für Emir Kusturica geschrieben hat. Bregovic ist eine interessante Mischung. Sein Vater ist Kroate, seine Mutter Serbin und verheiratet ist er mit einer Muslima. Während des Balkankrieges flüchtete er nach Paris. Jetzt arbeitet er wieder sehr viel in Belgrad. Bregovic hat im ganzen ehemaligen Jugoslawien und auch in Österreich seine Bewunderer. Das ist Gänsehaut-Feeling pur. Von Traurigkeit bis zur Euphorie. Also, ja. Die Gefühle sind gemischt. Also, er ist ein Wahnsinn. Er bewegt viel und seine Lieder bewegen viel. Und ich denke, die geben auch Kraft den Menschen und sie vereinen wieder das Ex-Serbien, sage ich mal, Ex-Jugoslawien. Also ob es jetzt Bosnier sind, Kroaten, er wird in ganz Ex-Jugoslawien gehört und alle lieben ihn. Ich bin selbst halb Bosnierin und halb Serbin, deshalb, also das spielt dann keine Rolle mehr. Eine Woche vor der Wiener Gemeinderatswahl spielt Bregovic im Nachtwerk ein Konzert, das vom Wiener FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache gesponsert wird. Bregovic weiß nicht einmal den Namen des FPÖ-Granten, lässt sich aber für dessen Wahlkampf einspannen. Nein, 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 ich habe seinen Namen nicht gekannt. Aber wenn er den Serben und Kroaten hier drei schöne Stunden mit mir beschert, ist das okay für mich. Ob er Faschist oder Kommunist ist, ist mir dann egal. It's okay with me. Is it right or left or is it communist or fascist? I don't care really. Das ist dieser Zugang. Ich frage nicht, wo das Geld herkommt oder ob es ein bisschen stinkt. Das gibt's bei manchen Künstlern. Ich persönlich würde das nicht machen, denn ich lebe in Wien und weiß, wer Strache ist. Vlada Divljan ist Musiker und Komponist. Er lebt seit 1999 in Wien und ist der serbischen Musikszene gegenüber durchaus kritisch eingestellt. Er komponiert Jingles für die Werbung und gibt auch heute noch überwiegend in slawischen Ländern Konzerte. Obwohl er sich eher als Popmusiker sieht, weiß er genau, was die Faszination der Balkanrhythmen ausmacht. Es beginnt alles mit dem Viervierteltakt. Je mehr man in den Süden kommt, nach Mazedonien etwa, desto mehr gibt es diese unregelmäßigen Takte. 7/8 oder 9/8. Sounds like yen, dva, tri, yen, dva, yen, dva, so it's 7 or... Like if you want to play some like... So it's a bit oriental. Es ist auch durchaus orientalisch. It's
Es ist wirklich paradox. Unsere serbische Politik war so nationalistisch und orthodox, aber wenn es um unsere Musik geht, ist es plötzlich orientalisch. In der Belgrader Innenstadt. Auf der Straße ist nicht viel von jugendlicher Vitalität zu spüren. Musik ist hier vor allem ein Taschengeld für Pensionisten. So sind auch die Klänge nostalgisch und aus einer anderen politischen Epoche. Bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 300 Euro und bei westlichen Preisen lässt es sich hier schwer überleben. Besonders die ältere Generation trauert auch heute noch Tito nach. Unsere Musik ist eher für Nostalgiker. Die neuen Lieder verschwinden schnell, die alten bleiben für immer. Wir orientieren uns an unseren alten Künstlern. Fixer Bestandteil des Belgrader Musikrepertoires sind die Roma-Bands vor den orthodoxen Kirchen der Hauptstadt. Sie warten auf Hochzeitsgesellschaften, um sie mit ihrer Blasmusik zu feiern. Für viele serbische Roma ist dies die einzige Einnahmequelle. Die meisten von ihnen reisen hunderte Kilometer aus ihren meist im Süden gelegenen Dörfern an. Einer der wenigen Berührungspunkte zwischen der slawischen und der Roma-Kultur. Kronja hat eine Doktorarbeit und ein Buch über die neue Volksmusik Serbiens geschrieben. Bei der Analyse der Texte und deren Botschaften ist sie auf ein für Serbien eher ernüchterndes Resultat gekommen. Ihrer Meinung nach leidet Serbien immer noch an den Folgen des Balkankrieges. Das drückt sich auch in den Turbofolk-Liedern aus. Serbien ist auch heute noch eine schwache Demokratie mit vielen autoritären Gesetzen und das überträgt sich auch auf die Musikbranche. Es gibt ein Meinungsmonopol und die Künstler sind in einer totalen Abhängigkeit. Das Ganze überträgt sich auch auf alle gebildeten Schichten und die Wirtschaft. Es gibt sehr viel Korruption und kriminelle Kreise spielen eine wichtige Rolle. Criminal milieu onto official politics, culture and also entertainment. Auf den Hausbooten am Ufer der Save in Belgrad ist jedes Wochenende Party-Time. Hier werden unzählige Feste gefeiert und das immer bei Live-Musik. Die Kapellen singen grundsätzlich nur in serbischer Sprache, niemals auf Englisch. Englische Popsongs werden in diesem Ambiente auch nicht von jungen Menschen erwartet. Ein Phänomen. Die alternative Kunstszene, ob Musik, Theater oder Film, findet hier fast nicht statt. Bei der Kultur in Serbien geht es vor allem um Kommerz und Vermarktung. Alternative Tendenzen werden von der Gesellschaft auch nicht unterstützt. Das Gleiche gilt für die Unis, wenn es um unsere eigene Identität geht. I don't think there is a really strong alternative, and if there is an alternative, it is usually marginalized. It is not supported by society. Also, for example, in the academic circles, you don't have enough room to study your own national cultural heritage or international one. Der Turbo-Folk-Sänger kann auch in Belgrad seinen Lebensunterhalt bestreiten. Richtig viel Geld ist für die serbischen Sänger aber nur im Ausland zu verdienen. Adriana Cekic ist bei der serbischen Version von Starmania in Belgrad ins Finale gekommen und seitdem auch international sehr begehrt. Der Wiener Taxiunternehmer Milan Milic, der früher selbst im Musikbusiness tätig war, hat sie deshalb zu seinem 50. Geburtstag auf seine Party eingeladen.
Seit Musiker mit CDs und Videoclips nicht mehr viel verdienen können, ist der Live-Auftritt die beste Einnahmequelle. Also Wien ist sicherlich prädestiniert für den Turbofolk. Also alle anderen, die versucht haben mit anderen Musikrichtungen, haben keine riesen Erfolge, beziehungsweise überhaupt in Disco-Bereich am Soos. Es ist schon seit Jahren eingebürgert und es funktioniert nicht anders. Also die Auftritte sind hauptsächlich für einen Abend und das sind so 2 bis 3 Stunden Gesamtauftritt. Die bewegen sich zwischen 5.000 und 50.000 Euro, also nach oben hin. Es ist die Grenze. Gibt's, glaube ich, gar nicht. Milic ist ein guter Freund von Dejan Natic. Natic ist extra aus Serbien angereist, um für Milan zu singen. Dafür verlangt er von seinem Landsmann keinen Cent. Normalerweise könnte der blinde Sänger für so einen Auftritt 10.000 Euro verrechnen. Wer es im übrigen Europa mit seiner Balkan-Turbofolk-Musik geschafft hat, lebt in Serbien wie ein König. Große Autos, Leibwächter und Luxushotels gehören da zum Alltag. Matic ist seit 8 Jahren im serbischen Musikbusiness tätig und war sogar schon in den USA und Australien auf Tournee. Die Menschen in Serbien sind stolz auf ihn. Thank you for coming, Mr. Welcome. Dejan Matic. Welcome. Fantastic. General Musica. Musik kennt keine Grenzen. Sie verbindet die Leute. Ich glaube, ich habe diese Verbindung mit meiner Musik geschafft und darüber bin ich sehr glücklich. Nach dem Krieg sind die Leute zu mir gekommen, um ihren Frust abzureagieren. Heute kommen sie in meine Konzerte, um sich zu amüsieren. In Österreich sind sehr viele Leute von uns. Da gibt es zu Serbien praktisch keinen Unterschied. Nach Belgrad würde ich auch sehr gerne in Wien leben. Da müsste ich mich nicht anpassen. Auch für Dejan Matic fängt der Balkan also bereits in Wien an. Zwar nicht auf dem Rennweg, aber auf der Otterkringer Straße. Vielleicht müsste er sich in Wien tatsächlich kaum anpassen, weder sprachlich noch musikalisch. In Österreich als Blinder am Steuer zu sitzen, wäre die Karriere allerdings kaum förderlich. Do Virginia, Dejan Matic. Do Virginia, Serbia.